Musikgeschichte wird nicht tagtäglich geschrieben. Über den Wolken schwebt ein Traum, schiebst du sie für mich weg. Gute Musik gibt uns zu denken. Ich höre auf mein Herz. Und öffnet unsere Augen für neue Blickwinkel. Große Künstler hinterlassen immer ihre Spuren. Es ist wahrscheinlich etwas Wahres dran. Das sind die Nominierten der Kategorie Album des Jahres. Bin der Freundin Gitti und will das Beste für dich. Ansawor, Voodoo Jürgens, MTV Unplugged, Andreas Gabalier. Schwarz oder Weiß, Reinhard Fendrich. Zugvögel, Julian Le Play. 20 Jahre nur das Beste. Sea. Bitte begrüßen Sie Conchita. Einen wunderschönen guten Abend. Ich finde es ja immer sehr schade, dass eine breite Öffentlichkeit meist nur einen kleineren Ausschnitt vom Werk einer Band, eines Künstlers oder einer Künstlerin mitbekommt. Denn oft sind es eben nur die Singles im Radio, die offiziellen Videos auf YouTube, die zu uns durchdringen. Ich möchte damit den Radiosendern oder den Videoabspielflächen keine Bringschuld andichten. Es liegt schon auch an uns selbst, dass es uns mittlerweile schwerfällt, uns eine Dreiviertelstunde lang auf etwas Unbekanntes und Vielschichtiges einzulassen. Sollte uns das wieder beim Hören eines ganzen Albums gelingen, dann gelingt es uns vielleicht auch in anderen wichtigen Bereichen. So. Der Gewinner in der Kategorie Album des Jahres ist Julian Le Play. Gratulation. Dankeschön. Wow. Gratulation. Gratuliere. Vielen, vielen Dank. Ich habe Herzklopfen. Wenn ich jetzt mein Mikro da hinhalten würde, dann wird man das hören. Ich freue mich extrem. Und ich freue mich extrem, dass ich mit so einem wahnsinnig schönen Team, mit so wirklich schönen, großartigen Menschen arbeiten darf. Ich habe mir nie gedacht, dass das so einfach und so harmonisch alles sein kann, wenn man in diese Musikbranche reinturkelt, wie ich es gemacht habe. Das freut mich extrem. Und man kann sich die aussuchen, das ist das Schöne. Was man sich nicht aussuchen kann, das sind zwei Menschen. Das sind die eigenen Eltern. Und auch umgekehrt nicht. Das ist, muss man so sagen. Und ich habe, das möchte ich sagen, das ist mir sehr wichtig, Riesenglück gehabt. Ich möchte diesen Preis meinen Eltern, dem Gerald und der Ilse widmen. Ich war viel unterwegs für dieses Album, habe mich irgendwie selbst herausgefordert, bin ein halbes Jahr durch Europa gefahren, habe mir viele Fragen gestellt, ein paar Antworten gefunden, viele neue Fragen sind gekommen. Und was mir klar geworden ist da draußen ist, dass ihr zwei einen Riesenanteil habt an dem, dass ich hier sein darf, dass ich die Sachen machen darf, die ich gern mache. Ihr habt mir irrsinnig viele schöne Sachen auf den Weg mitgegeben. Und dafür möchte ich euch von Herzen Danke sagen. Das war mir sehr wichtig, Ilse, Gerald. Ich habe euch sehr, sehr gerne. Dankeschön für diesen Preis. Dankeschön an dieses Team. Schönen Abend. Applaus